Ja, was ist das jetzt für ein Material? Ja, das ist Ton. Ton. Ziemlich grob schamottiert. Ja. Weil, wenn du es zu fein schamottiert hast, dann reißt es leicht bei der Größe, wenn es trocknet und wenn es dann gebraunt wird. Ne? Und die Grobschamottierung heißt, dass etwa 40% in dem Fall schon feste Schamottteile sind, die schon gebraunt sind. Wie so ein grobes, körniges Pulver, kann man sagen. Und dadurch erreichst du halt erstens einmal eine geringere Schwindung, weil da schon Festteile drin sind. Und zweitens hast du einfach eine bessere Stabilität, als wenn du so, ich sag jetzt mal, so einen weichen Lappen hast. Gell? Gut. Ich sag jetzt, hoffe ich, dass ich das hinbringe. Das ist er. Jetzt muss ich halt schauen. Jetzt klopft es erst einmal fest da oben. Jetzt ist er sozusagen so fest, da kann er nicht mehr runterrutschen. Dadurch, dass er natürlich so verschiedene Tiefen hat, kannst du es mit dem Hammer fast nicht allein bewältigen. Gut fürs Handgelenk. Seiten da, dass die ungefähr gleich steigen.
jetzt warten wir 3 Stunden. Das ist für mich dann sowas wie Gesicht fast. Mhm. Also wenn man sich da die Augen denkt, Nase oder so. Und das Zweite, was unabhängig jetzt vom Abdruck ist, ist allein schon die Fülle an Farben, die da drin ist. Wenn man sich die verschiedenen Grüntöne, Gelb, da unten wird es dann so rotbraun und die Grün. Also das ist allein schon, finde ich, so fantastisch, was man oft an Bäumen sieht. Die meisten gehen halt da vorbei und gucken. Aber ich hätte jetzt mehr so gedacht, dass sie die beiden Augen das können. Ich denke jetzt nicht so, wie Sie denken. Bitte? Solche Bäume gibt es auch. Ja. Das sind meistens die Fichten oder die Tannen oder so, wo die Äste die Augen sind. Das meistens wahrscheinlich. Ne? Also wo mal Äste waren, bilden sich oft so Ringe rum, das sind dann die Augen. Das ist eher, das kann man benutzen, habe ich auch schon benutzt. Ja. Aber da habe ich irgendwie mehr gesehen, mehr was Archaisches. So. Und das jetzt, macht man natürlich eine kleinere Maske vielleicht oder so. Insofern ist das Typische, wenn man einen Baum sieht, wenn man, da sind zwei Äste auf gleicher Höhe, dann hat er unten im Dreieck dazu einen Mund oder die Nase oder das Gesicht. Ja. Ne? Also das hat man schon in sich drin. Das will man sehen. Nein, das sieht man auch. Weil das ist archetypisch. Diese 3 Punkte sind archetypisch, muss man sagen. Ob das jetzt dann die Nase ist oder der Mund, ist wurscht. Ja. Aber wenn das so lieber auf den Baum ist, also ganz fein strukturiert als Relief. Und das ist ja interessant. Also dann habe ich nämlich einen Abdruck, sagen wir, als Scheibe. Dann habe ich da diese fein strukturierte und da die grobe. Da kann ich dann auch ein Gesicht draus machen, indem ich einfach da und dann Nase und Mund oder so. Benutze ich das sozusagen als zentrales Teil und das so als... Okay. Aber es geht immer ums Gesicht. Das Gesicht mache ich, das Gesicht mache ich dann da draus. Mir geht es um die Struktur und wenn dann auch noch ein Gesicht von Haus aus irgendwie rauskommt, sowas gibt es auch, ganz fantastische Sachen. Ja. Mit 4 Augen oder so. Und dann nehme ich das natürlich schon auch. Ja. Aber wenn ich jetzt nichts anderes habe, nehme ich halt das. Okay, und dann füge ich was hinzu. Mache ich 2 Augen und so angedeutete Nase und einen Mund. Okay. Das können sie ganz spontan machen, indem sie einfach Steckerl durchschieben oder die Finger oder was weiß ich. Okay. Oder sie können es ein bisschen genauer machen. Ja. Und da ist immer die Diskrepanz so, sollst du jetzt sozusagen das spontan machen, da weißt du aber natürlich weniger, was rauskommt, oder sollst du das ein bisschen genauer motivieren? Genauer ist jetzt kalkuliert worden. Sehen es dann gleich. Wenn ich jetzt mit dem Finger von hinten durch den Ton durchgehe, dann habe ich also eine Beule. Ja. Und die reißt vorne auf, dann habe ich schon die Augen. Dann gehe ich von hinten durch und drücke das ein bisschen nach vorne, dann habe ich die Nase. Mit dem Mund kann ich es auch so machen, ich gehe einfach durch den Ton durch und dann öffnet sich das irgendwann. Dann gibt es halt dann die weiß man vorher nicht, wie der wird. Okay. Je nachdem, wie es reißt. Oder ich mache einen Schlitz von Haus aus rein, von vorne, und dann kommt genau da, wo der Schlitz ist, der Mund raus. Drunter geht. Das sieht man schon gleich gar nicht. Zu weit. Ich habe ihn vorher extra noch mal ein bisschen eingestrichen. Natürlich jetzt ein bisschen riskant, weil er noch zu weich ist. Und dadurch. Also wir müssen erst ein bisschen seitlich lösen, damit überhaupt runtergeht. Das ist vom Rand drin. Da hängt er eben fest, der Zipfel. Das ist immer ein bisschen schwierig mit diesen unter sich gehenden Stellen. Da muss man vorsichtig sein, weil wenn er einreißt, ist es schon nicht so gut.
Also es sollte eigentlich leichter weggehen, aber mir war der Ton fast ein bisschen zu. Jetzt bleibt er jetzt hängen zum Beispiel. Ja. Nicht so gut, aber es wird schon. Sehen Sie, was das für Vertiefungen sind, wo der, dann, wo der Ton dann sozusagen reingeht? So, jetzt habe ich. Also man sieht schon, ich habe gar nicht mehr alles durchdrücken können, weil die Struktur einfach so. Also jetzt stelle ich mir vor, das könnte dann ungefähr das Gesicht werden. Okay. Jetzt müssen wir praktisch schauen, dass er nicht einreißt. Mach doch mal das. Die Nase so ungefähr. Das ist das, was ich jetzt vorhin gesagt habe mit den Augen. Ne? Da müssen wir ungefähr suchen, wo könnten die Augen hin. Öffne dann mir das Auge von unten her, recht. Gibt es da einen Schlitz rein, macht die mir natürlich leichter, weil dann weiß ich genau, wo es raus, wo es durchbricht. Aber das kann vielleicht ganz interessant sein. Beobachten, wenn er ein bisschen einreißt. Macht aber alles nichts. Jetzt habe ich ja praktisch immer noch fast eine Fläche. Ne? Wenn man das jetzt so anschaut, dann schaut es schon wie ein Bild aus. Ja, fast affenartig. Ähnlich. Ja. Wild. Kannst du noch ein wenig schauen, wie schaut es besser aus, wenn er vielleicht den Mund nicht ganz so weit aufhört. Die Nase ist schon ein bisschen auseinander hier. So, und jetzt müsste man ihn unterlegen. Das ist nun mal so eine Geschichte, das mache ich aber mehr
Das mache ich jetzt, glaube ich, mehr daheim, weil wenn ich keine Zeit habe, dann nehme ich einfach so einen Ast da und lege ihn drunter, dass das dann so eine Rundform gibt. Ja, okay. Na gut, schauen wir mal. Also das war es jetzt erst einmal gewesen. Jetzt, normalerweise, wenn der jetzt rund ist, sehen Sie so, schaut es dann ganz anders aus schon mal. Wenn der, da wird er auch noch unterlegt. Man muss das nehmen, was sich bietet. Jetzt stellt er oben wieder zusammen. Jetzt haben wir schon ein bisschen, nach vorne. Mit Körper. Müsste noch ein bisschen mehr drunter. Ne? Das mache ich aber dann zu Hause.